Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Genesis mit unserem Johnny hier im Arktik-Biom auf unserem Juri. Juri haben wir ihn getauft. Und ich habe jetzt tatsächlich mal geschaut in der Aufnahmepause. Der Juri ist tatsächlich anscheinend mit dem Tyrannosaurus Rex irgendwie verwandt. Und der rechte Buff ist diese Angstgeschichte, die wir jetzt wahrscheinlich erfahren haben. Lass mal aufhören. Dann verdünnisiert sich's. Sau gut. Da müssen wir mal drauf achten, dass wir die Attacke mal ein bisschen mehr einsetzen. So, Juri ist noch nicht ganz fit. Der muss noch ein bisschen heilen. Ich bin jetzt zurück an die 10-Box gelaufen. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht mal noch einen Argentavis finden. Ach man, jetzt sind hier gar keine Tiere mehr. Oh, wir haben auch unseren Affen noch dabei. Das stelle ich eben gerade fest. Den habe ich komplett vergessen. Hallo, was bist denn du eigentlich für ein Tierchen? Machst du so einen Krawall beim Laufen? Wahnsinn. Oh, der sieht ja auch geil aus. Guck mal. Ankylosaurus, Level 49. Entschuldigung, hast du vielleicht irgendwo ein wie heißen sie denn? Argentavis gesehen. Hier sind natürlich wieder keine. Jetzt haben wir hier. Ne, da oben fliegt nichts. Ich dachte, da oben fliegt was. Ach, das ist ja echt ärgerlich, oder? Ist das ärgerlich. Pass mal auf, wir schnatzen jetzt mal das Schaf hier weg. Jetzt machen wir wieder 185 Schaden. Ja, rohes Hammelfleisch. Oh, nochmal. Rohes Hammelfleisch ist gut. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, der Argentavis braucht sogar rohes Hammelfleisch. Aber zuerst müssten wir mal halt einen finden, ne? Aber das Problem wird sein, wir müssten halt. Da ist noch ein Bär. Was hat denn der Bär für ein Level? 40. Hm. Problem wird sein, halt tatsächlich erstmal da vorne ein bisschen Ordnung zu machen, ne? Oder Leute, wir machen es anders. Wir holen uns vielleicht da noch so einen Bärli ran. Pass mal auf, wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Komm mal her, Bär. Komm mal her, erklär, Bär. Da. Kommst du? Oh. Hohoho. Da ist aber einer zügig unterwegs, Juri. Komm, lass mal hochgehen. Ja, natürlich musst du jetzt kacken. Alter, das ist doch unglaublich, oder? So, passt auf. Absitzen. Hier hoch. Och nee, jetzt haben wir verloren. Och nee. Was liegt denn hier? Ach, das ist, ja. Das war von unserem. Johnny, Alter, du musst aufpassen. Du bist nicht so schnell wie der Bär, ne? Da vorne ist er. Weil wenn wir den vielleicht zähmen noch, ja, wenn wir uns jetzt hier in so eine kleine Armee zähmen. Alter, die Lawine, wir haben uns halt den geilsten Spot ever ausgesucht, ne? Komm mal ran hier. Komm rein. Nicht gegen unseren. Na, das ging ja wieder voll in die Hose. Warum ist er denn jetzt auf unseren Juri drauf? Ach, Juri. Was machen wir nur mit dir? Du bist auf passiv eigentlich, ne? Oder habe ich dich schon wieder umgestellt? Leute. Was hat er denn für ein Level? Weiblich Level 13. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen niedrig. Das ist auch noch ein Bär. 71.
Leute, den hätte ich gerne. Pass mal auf, Juri muss sich unbedingt ausruhen. Juri muss sich unbedingt ausruhen. Nee, passiv sollst du sein. Passiv, Junge. Nee, lauf mal in die Richtung hier. Schon okay. Komm, Berli. Kommst du? Juri! Glitscht der da hinterm... Juri, du musst hier stehen bleiben. Es hilft nichts. Ich muss den irgendwie so holen. Oh, da kommt er. Hallo, Herr Bär. Kommen Sie mal ran. Ja, komm mal her. Du bist ein Feiner. Junge, du sollst hier rein. Bist du bescheuert? In your face. Warum kommt denn der jetzt nicht hier rein zum Beispiel? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Komm doch rein. Komm. Also hast du auch eine richtig schöne... Jetzt kommt er. Das geht doch. Das geht doch. Haha. Haben wir dich. So, Freunde. Dann zählen wir uns halt noch einen Bären. Vielleicht bauen wir uns jetzt hier eine kleine Armee auf, dass wir die Juris wegmachen können. Lass mal gucken, was der für ein... Drohne? Level 71, der ist nicht so klein, oder? Warum machst denn du jetzt nichts, Drohne? Pfeile haben wir genug. Den sollten wir ohne Probleme gezähmt bekommen. Mann, der macht nichts mehr. Dann machen wir es halt auf die 4. Wie sieht's aus? Zack! Nicht mehr viel. Da sehen wir es doch auch. Wollte eben gerade sagen, warum mache ich denn das Ding nicht einfach an? 4,8. 4,9. 5,2 braucht er, ne? Gleich müsste er umfallen. Jo. Zack. So, und Bären. Ich glaube, Mecho-Bären. Mecho-Bären. Guck aber nochmal in der Dodo-Dex-App, Leute. Ich habe die ja... Dir extra die Dodo-Dex-App auf. So. Ein Dire Beer ist es. Ja. Giant Bee Honey. Raw Mutton. Raw Mutton. Sagen sie hier. Juri, du hast doch vorhin. Komm mal her. Wisst ihr? Hab ich's gewusst. Bei den anderen haben wir doch mit Bären gezähmt, oder? Also irgendwie. Hängt hier aktuell ein bisschen was. So, Raw Mutton, sagen sie. Wäre geil. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Level 71, Leute. Dann wäre ich schon fast dafür, dass wir den anderen Bären, den wir haben, den niedrigleveligen, den ich dann einfach so mitgenommen habe, dass wir den vielleicht opfern, ne?
Muss ich mal gucken. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, definitiv so ein bisschen aufs Level zu achten. Jetzt, wo ich so ein bisschen weiß, wie es besser funktioniert. Was ist denn mit dir? Johnny hat Hunger. Das war dein Schwanz, Juri. Juri, Alter. Wie sieht's denn bei dir aus? Heilst du hoch? Alter, braucht der ewig, bis der hochheilt. Warum denn? Alter, ist das ein Gewackel. Junge. Ah, jawohl, er frisst Raw Matten. Und plus 35 Level. Ja, geil, dann kriegen wir den über 100. Sehr geil, Leute, dann kriegen wir den über 100. So, dann haben wir da unser Bärli. Aber es kommt halt, es läuft halt drauf raus. Ich will den Argentavis haben. Wisst ihr, was wir machen? Aber die hier stehen lassen, ne? Ist vielleicht auch gefährlich. Nee, Leute, wir machen es anders. Ich bringe jetzt dann, wenn der Bär gezähmt ist, bringe ich den Bären mal heim. Wie machen wir das? Wir brauchen ein Flugtier, das ist schon mal Fakt. Also, wir werden das so machen. Andere Taktik, neue Herangehensweise. Wir gehen nach Hause, wir bringen die Tiere nach Hause. Ich nehme nur unseren Vogel, der jetzt wahrscheinlich im Kryptoschlaf sein wird, weil wir ihn schon so lange da drin haben. In der Kapsel. Aber dann warte ich, das ist ja kein Problem. Dann nehme ich unseren Vogel. Pack den Vogel ein, komm hier rüber und dann überfliegen wir das Gebiet mal. Und vielleicht klappt es ja, dass wir mit dem Vogel, ich meine, wenn der drauf geht, ist halb so wild, ja, der ist ziemlich niedriglevelig. Aber vielleicht schaffen wir es ja, einen Argentavis hierher zu kriegen, sodass der in die 10-Box reinkommt. Das ist jetzt noch so die Idee, die ich habe. Dass wir das so versuchen. Weil der muss uns ja auch hinterher, ne? Das bringt ja nichts, wenn wir den am Boden irgendwie antitschen und dann, so wie jetzt bei den Bären, dann ständig wieder zurück müssen und außenrum tausende von den Juri-Kaspern da rumrennen. Das ist ja nichts. Von daher denke ich, macht das so mehr Sinn. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen schönen Bären. Schön im hohen Level. Jo, der ist auch gleich gezähmt. Juri, my friend, dann kannst du schon mal hierher. Das werde ich dann auch dabei haben. Es läuft natürlich wieder nichts nach Plan. Aber es seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Wenn der Kalle sich was vornimmt, verstehst du? Also kleine Dodos haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen, ne? Hallo. Guck mal, sau gut. Sau gut. Aber dass der Juri da so viel, wie lange der braucht, bis er wieder hochheilt, ne? Der muss dann erstmal zu Hause wirklich wieder hochheilen. Juri, Freund der Sonne. Und wie gesagt, wir versuchen das mit dem Argentavis jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Schneegebiet, einen Trip ins Vulkangebiet. Fehlendes Material zur Reparatur. Ich will den Bären sehen. Also irgendwie ist das so jetzt. Ja, ist ein bisschen tricky alles. Aber ins Vulkangebiet will ich auch unbedingt mal gucken. Also von daher werden wir mal schauen, dass wir... Deswegen wollte ich den Argentavis eigentlich haben. Mit dem hätten wir dann schön ins Vulkangebiet ziehen können. Erstmal schön drüber fliegen, uns das Gebiet mal angucken. Das wäre schon geil gewesen. Aber vielleicht klappt's ja. Vielleicht klappt's ja, dass wir das so hinkriegen. Die Lawinen nerven mich halt wie die Hölle, ne? Das ist kein guter Platz hier. Wir sollten uns ein ruhigeres Plätzchen suchen. Definitiv. Da ist er. Unser Bär. Wow. Gleich mal aufgebäumt. Sehr geil. Und was hast du für ein Level? 106. Nice. So, mein Freund. So, my friend. Das gibst du mir mal rüber. Was ist denn das hier? Das kann ja weg. Dann will ich das so, dann will ich auf Verhalten. Dein Ziel angreifen ist okay. Folgeabstand niedrig. Komm mal mit, Junge. Komm mal her. Ja, bist du ein Feiner. Komm. Weißt du, wie wir dich nennen? Ich habe da schon gleich eine Idee. Pass mal auf, das müssen wir gleich umsetzen. Optionen, Name ändern. Du heißt Bernie, Alter.
Bernie. Bernie der Bär, komm. Du hast auch eine geile Färbung. Guck mal, so lila. Lila-weiß. Ja, das ist geil. Das ist nice. Komm. Ja, komm. Komm hier hoch zum Papa. Jawohl. Noch ein Stückchen. Sehr schön. Und dann teleportieren wir uns erstmal zur Homebase, Leute. Meine Herren, was da wieder Action war im Arktikgebiet, ne? Aber das mit Yuri habe ich noch nicht so ganz verstanden. Habe ich noch nicht so ganz gerafft. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Beziehungsweise im Ark-Wiki nachgelesen. So, sind wir zu Hause? Du bist da, Yuri ist da. Sehr geil. Komm, Bär. Ich brauche immer ein bisschen, bis die Texturen geladen sind, ne? Komm, noch ein Stück. Sau gut. Level 22. Ist das gut? Einfach mal draufgeschossen. Jetzt haben wir zwei von den Viechern. Das musste jetzt eben sein, Leute. Aber genau so war das bei dem anderen auch. Genau so. Hallo, Herr Hai. Ich bräuchte mal ein bisschen Fisch. Ein bisschen Fisch brauche ich zum Zähmen. Verstehst du das? Komm, du hast ja noch rohes Fleisch drin. Ja, saugut. Das hat ja jetzt immer richtig gepasst, oder? Landet da, zack, ein Schuss. Das funktioniert natürlich nur, wenn sie so niedriglevelig sind. Aber jetzt haben wir zwei. So, roher Fisch. Zack, läuft. Läuft. Dich habe ich hier hingepackt. Folgst du mir noch? Nee. So, Yuri, komm mal her. Mein Freund der Sonne. Du darfst dich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen, ey. Du stellst dich mal hier mitten rein. Ah. Die Sachen, die du drin hast, pass mal auf. Den lassen wir jetzt mal raus. Ah, den lassen wir auch rauslassen. Steck mal die Wumme weg, Johnny. Die brauchst du jetzt nicht. Ich glaube mal, der Vogel wird jetzt eh Kryptoschlaf halten. Aber dafür haben wir jetzt einen anderen. Nö. Nö. Boy ist noch fit. Sehr geil. Und Ihnchen hier, stellen wir hier hin. Ah, guckt euch den an. Ah, der macht Kryptoschlaf. Alles klar, dann ruh dich mal ein bisschen aus. So, wie sieht's mit dir aus? Das hat ja hingehauen, das glaubst du ja nicht, ne? Das hat ja hingehauen, man glaubt es nicht. Okay, Leute, jetzt muss ich natürlich warten. Ist der soweit fertig ist, aber dann kann ich ihm schon mal... Was bist denn du eigentlich? Du bist weiblich? Und was haben wir da jetzt eben gerade geschossen? Männlich! Haha, da können wir sogar Babys machen. Wenn sie auch nur niedriglevelig sind, aber das ist ja egal. So. Pass mal auf. Du und ich und wir zwei. Wir gehen jetzt nochmal ins Arktikgebiet. Du hast nichts mehr zu fressen, ne? Das war jetzt eben purer Zufall, dass der da... Das war ja mal mehr wie Zufall. Aber das machen wir jetzt. Wir überfliegen jetzt mit ihm hier. Ach, das ist unser eben. Was sitzt denn da noch für ein Viechchen drauf? So. Pass mal auf, er braucht aber was zu fressen, ne? Wie sieht's bei dir aus? Zähmung 39%, in Ordnung. Du machst hier mal den Schlaf der Gerechten. Haben wir oben noch... Fisch drin. Sesam, öffne dich. Hier ist der Kühlschrank. Haben wir hier noch? Ja, haben wir noch. Gut. Guck, hier haben wir Gemüse, ne? Hier haben wir Gemüse drin. Ich müsste es halt nur mal mitnehmen. Aber ich nehme es jetzt mit Absicht nicht mit, weil ich jetzt nicht vorhab, groß was zu zähmen. Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell in der Dododex-App. Was der Argentavis? Argentavis, was frisst der gerne? Raw Mutton. Ansonsten Kibbel. Raw Mutton. Tja, das haben wir doch. Kann man das auch einstecken? Johnny, hast du Raw... Ja, Raw Mutton haben wir dabei. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Passt mal auf, ich weiß nicht, ob der jetzt...
Doch, der sitzt an der Quelle. Passt. Ellie, du hast auch noch was zu fressen. Beziehungsweise, nee, du hast keinen. Komm mal noch ein Stückchen mit hierher. Dass du im Bereich, ja, jetzt, alles klar. Reicht. Nur, dass du was zu fressen hast. Boah, wir müssen hier unbedingt, guckt euch das an, wie viel das mittlerweile sind. Alter, Digga. So, Freund, wir gucken jetzt noch, was dein Kollege da macht. Dein Mannequin. Ja, der ist dann fast gleich fertig, ne? Leute, dann mache ich so, dann mache ich nochmal einen Cut und dann können wir die letzten, ja, 10 Minuten der Folge können wir dann nochmal im Arktik-Biom nochmal ein bisschen überfliegen und vielleicht einen Argentavis triggern. Mal sehen. Also, kurzer Cut, gleich wieder da. So, Leute, da sind wir wieder, für euch ein ganz kurzer Schnitt. Das merkt ihr immer kaum. Finde ich richtig nice. Und, ja, wir haben ihn gleich, 99,2%. Wir warten jetzt mal noch ab, bis er den letzten Happen genommen hat. Dürfte nicht mehr lang dauern. 10 Level kriegt er drauf. Da ist er. 10 Level kriegt er drauf. Sehr geil. Sehr geil. Das war jetzt pures Glück, dass wir 2 von denen haben. Aktiviere Paarung. Dein Ziel angreifen. Nö, das will ich eigentlich alles nicht. Folgeabstand machen wir auf niedrig. Und jetzt kommst du mal kurz mit, dass du auch in der Futterzone stehst, komm. Ja, also hier müssen wir unbedingt noch was hinbauen. Hier hin. Hier hin, komm her. Ernsthaft? Hängst du jetzt da in unserem Yuri drin? Ja, genau, setz dich. Setz dich, mein Freund. Jetzt gucke ich gerade nochmal fix, ob du Fisch drin hast in deiner Futterbox. Aber du hast den dennoch im Inventar, ne? Das sollte ja reichen. Nee, Fisch müssen wir hier auch. Oh, da hat aber jemand Hunger. Da hat aber jemand Hunger. So, alles klar. Also, ihr bleibt alle schön hier. Ich gehe jetzt nochmal ins Arktikgebiet mal fix drüber fliegen. Haben wir alles. Die Kryptokapseln haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Passt, wir können. Auf geht's, komm. Arktik 10 Box. Da gehen wir jetzt nochmal fix hin, du und ich und wir zwei. Ich hoffe, dir ist nicht so kalt da drüben. Und dann fliegen wir da nochmal kurz rum. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht einen Argentavis finden, der uns folgt. Es ist ja auch alles so aufregend. Hallo. So. Freund der Sonne. Hebt mal ab. Was haben wir denn da wieder? Was geht denn da schon wieder ab? Ah, da ist ein Schwein. Ein Schwein und ein Affe. Komm, wir fliegen mal da hoch. Ja, du bist eher so das gemütlichere Tierchen, ne? Ich will dich jetzt auch nicht so, wenn wir hier ins gefährliche Gebiet fliegen, auch nicht so auspowern. Ach, schön, guck mal. Machen wir jetzt noch gemütlich die letzten paar Minuten, würde ich sagen. Bisschen Entspannung. Von oben ist es dann natürlich alles nicht so gefährlich, ne? Kannst du hier landen? Auf dem Berg drauf. Ja, kannst du. Guck mal. Ich meine, es ist schon auch ein schönes Flugtier, aber es ist halt eher für Wasser gemacht, ne? Und der Argentavis ist halt wirklich so... Naja, wenigstens steigt er dann auch im Level ordentlich. Gehen wir mal auf Ausdauer bei dir noch. Schön. So. Sehen wir denn hier irgendwo einen Argentavis? Da unten? Nö. Da oben ist eine Störung. Da fliege ich jetzt mal hin. Weil er ist halt auch nicht der Schnellste, ne? Selbst wenn ich Gas gebe. Dadurch, dass er halt so niedriglevelig ist, hat er halt wenig Ausdauer. Und wenn so ein Argentavis hinter uns her ist, ich glaube so 2-3 Bissen, und dann wird er hier die Biege machen. Geräuschkulisse, ne? Die macht dich fertig. Aber hier ist nichts.
Da ist nichts von Interesse. Lass dir ruhig Zeit. So, ist hier irgendwas Gefährliches? Nee, aber da gibt's Kristall. Kristalle. Ja, das nehmen wir jetzt natürlich gleich mit. Verwende Namensraum STD. Int Haupt offen. See out. Hallo Welt. Umbruch 0. Anscheinend ist ein wenig von der Programmierung an mir kleben geblieben, nachdem ich die Störung behoben hatte. Puh. Aber hallo, Welt! Was hat sie denn, Alter? Überragend. So, ja, das lohnt sich jetzt mit den Kristallen hier nicht so, weil ich ja den Ernteertrag wieder auf normal gestellt habe. Aber wenn wir sie hier schon sehen, nehmen wir sie natürlich mit, ne? Ist ja klar. So, wo sind wir denn gerade? Johnny, guck mal auf der... Ah, wir sind hier schon in die Richtung geflogen, wo wir... die Agentavisse gesehen haben. Da ist ein Mammut. Flieg mal da hoch, mein kleiner Freund. Flieg mal da hoch. Heißt aber, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, ne? Ich glaube, ich verwechsel da gerade was. Egal. So. Oh, hallo Schaf. Macht uns eigentlich das Faultier da was? Oder was auch immer das ist. Was ist denn das eigentlich für ein Vieh? Ein Megatherium. Megatherium. Was hast du denn eigentlich, Johnny? Du bist in einem Schneesturm. Doppel XP. Der Bedarf an Nahrung erhöht sich. Ist recht. Kannst ja ruhig mal was essen. So, jetzt sind wir hier. Da unten ist wieder ein Yuri. Guck mal, ich sehe auch keinen Agentavis fliegen, ne? Nix. Nix. Du bleibst mal schön hier. Folgst du mir? Nee, ne? Passt. Da unten ist wieder ein Yuri. Was hat denn der für ein Level? 27, männlich. Und was legt er sich da gerade an? Da mit so einem Schwein. Und das flüchtet. Und der Yuri hinterher. Interessant. Oh, hallo. Wer sind Sie denn? Jetzt legt er sich mit einem Terrazinosaurus an. Guck mal, die haben hier alle Agentavisse weggemacht. Das ist ja unglaublich, oder? Das ist ja unglaublich. Hm, Leute. Ein Schneesturm zieht auf. Sonst noch irgendwas Interessantes. Alter, als gäbe es hier auf einmal keine Tiere mehr, ne? Der Yuri schnatzt hier alles weg. Ja, da ist das Schwein, es hat überlebt. Hm. Tja, Leute, dann werde ich wohl jetzt Folgendes machen. Ich werde rumfliegen. Ich suche einen Agent. Ich will jetzt einen Agentavis haben. Ohne Scheiß. Alter, wie schön das einfach nur aussieht. Guckt euch das Bild an, Alter. Das ist doch wunderbar. Sieht ja aus wie in Österreich. Ich suche mir jetzt einen Agentavis. So, machen wir das. Und dann schalte ich euch wieder dazu, wenn ich einen gefunden habe. Ich will jetzt so ein Vieh haben. Und dann müssen wir uns natürlich noch überlegen, wie gehen wir es an mit der Base. Bauen wir die dann doch in die Höhle? Da unten ist noch eine Störung.
Moment, siehst du hier aber wirklich nirgends einen Argentavis fliegen, ne? Nirgends. Nix, siehst keinen. Das ist unglaublich. Ja, so machen wir das. Also ich suche jetzt einen Argentavis. Ich werde jetzt mal eine ganze Weile hier, glaube ich, rumfliegen müssen, bis ich das gefunden habe, was ich suche. Und vor allen Dingen, bis ich es dann auch da habe, wo es hin soll. Das wird jetzt eine lustige Sache. Also ich hole euch dann in der nächsten Folge dazu, wenn wir den Argentavis gefunden haben. Ich möchte das Ziel jetzt wirklich verfolgen. Will den mitnehmen, weil ich den unbedingt brauche. Dann ist das halt auch mit der... Da ist noch eine Störung. Können wir hier landen ohne Gefahr? Scheint so. Kommt, die nehmen wir noch mit. Als ich die Störung behob, habe ich noch ein paar Daten zu den Sterberaten für dieses Biom entdeckt. Es sind nicht nur Viecher oder andere Überlebende, die hier gefährlich sind. Das Wetter könnte hier der wahre Spitzenprädator sein. Schneestürme lassen dich erstarren, behindern deine Sicht und machen dich so langsam, dass du nicht entkommst. Und als ob das nicht schon genug wäre, kann dich ein Windstoß in einen Abgrund stürzen. Falls du auf der Suche nach einem Ort für den Skiurlaub bist, ist dieses Biom nicht gerade ideal dafür. Echt? Skiurlaub? Gehst du in Skiurlaub? Naja dann. Guck mal, da unten ist ein grüner Wolf, Leute. Boah, wie gut ist das denn? Ein grüner Wolf. Saustark. Weil die sind halt nur im Rudel, ne? Und machen hier gerade einen Känguru nieder. Okay, Leute. Ich switch rüber in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, falls ihr jetzt in den anderen Folgen Tipps und Tricks geschrieben habt, sage ich schon mal pro forma und pauschal vielen lieben Dank dafür. Ich nehme jetzt eine ganze Weile im Voraus auf, weil ich habe es schon erwähnt, die Zeit gerade habe und ich auch richtig Spaß am Spiel habe und hier unbedingt weiter zocken möchte. Deswegen wird es jetzt die nächsten Folgen mal ordentlich... Ah, da ist einer. Mal ordentlich am Stück geben. Level 8. Mann. Level 8 ist ein bisschen niedrig. Naja, okay, ich werde was finden, Leute. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao.